Ich brauche die Maus. Ihr Lieben, ich grüße euch ganz, ganz herzlich wieder zu einer neuen Runde. Ich habe heute wieder zwei ganz interessante Gäste bei mir eingeladen, die Christa Jasinski und ihr Sohn, der Simon Belo. Und wir wollen heute über Innererde sprechen, über die Erfahrungen, die Christa über die Jahre gesammelt hat. Und vorab noch ein ganz interessantes Schmankerl für euch. Hier habe ich noch die Erstauflage von Alf Jasinski, Talos von Athos. Und ich habe das selber erst, wo ich jetzt gewusst habe, dass ich mit euch zwei ein Interview führen darf, ein Gespräch führen darf, habe ich in meiner Bibliothek geschaut und tatsächlich noch ein Buch, das Buch wieder gefunden. Und da steht sogar noch, ich lese es euch mal ganz kurz vor, eine schöne Widmung vom Alf für Familie Feistle in Verbundenheit kosmischer Abläufe. Herzlich, Alf Jasinski. Ich halte es mal hier in die Kamera rein. Und wie ich dann nochmal rückblickend zurückschaut habe, ist mir in Erinnerung gekommen, das muss 2006, 2007 gewesen sein. Da hatte ich, damals gab es noch kein Facebook, da hatte ich so Diskussionsforen. Viele, die mich ja kennen, die wissen ja auch, dass das außerirdische Thema mein Thema ist. Und da haben wir natürlich über die außerirdische Kontaktefee in den Foren, damals waren noch Foren aktuell, gesprochen. Da hat sich dann auch Alf bei mir im Forum angemeldet. Da gab es eine tolle Diskussion, kann mich noch erinnern. Und soweit ich noch im Hinterkopf habe, ich habe ihn leider nicht mehr persönlich kennengelernt. Wir hatten mal ein längeres Telefonat, weil für mich damals wirklich interessant war, wie er unschwer hört, komme ich aus dem Allgäu, also bin echter Schwabe. Und er hat damals in seinem ersten Band noch berichtet, wie er da in der Allgäuer Berge unterwegs war und von dort aus nach Innererde runtergefahren ist. Und es ist schon viele, viele Jahre her, wo ich den ersten Band gelesen habe. Ich war absolut fasziniert von der Geschichte. Und ja, und heute freue ich mich ganz besonders, dass die Christa und der Simon heute sich so spontan bereit erklärt haben, mit mir das Gespräch zu führen. Und ja, ich freue mich ganz herzlich, begrüße euch ganz herzlich. Und ja, liebe Christa, ihr könnt euch ja selber abwechseln, wie ihr denkt. Dann erzähl uns doch mal, wir haben ja hier die Frau von Alf sitzen, sie ist schwer aktiv. Ich hab noch gut in Erinnerung, Christa. Wir kennen uns ja auch. Wir sind uns auch schon ein paar Mal über den Weg gelaufen. Ich war auch schon mal auf dem Kongress von dir. Genau, du warst 2018 in Böe bei mir auf dem Ja. Kongress und hast da auch schon darüber referiert. Möglicherweise sehen wir uns mal wieder auf dem Kongress. Eventuell plane ich noch mal im September was, aber sowas entscheide ich immer ganz spontan. Und jetzt möchte ich euch einfach bitten, für meine Zuschauer auf meinem Kanal, der heißt ja Mutter Erde, Aufstieg, Transformation, zu dem Thema möchte ich einfach auch Menschen einladen, aber auch das Thema außerirdische Innererde interessiert natürlich mein Publikum. Und ja, würde ich mich freuen, wenn ihr einfach mal ein bisschen was über. Inzwischen hab ich ja mitbekommen, ihr habt ja jetzt schon insgesamt 9 Bände sind jetzt rausgekommen. Das war ja jetzt Talos von Athos, das ist ja nur die Erstauflage. Das war der erste Band. Inzwischen sind ja schon 9 Tagebücher erschienen. Und ja, erzählt einfach mal, was ihr so die letzten Jahre an Erfahrungen gesammelt habt, auch mit eurem Publikum. Und ihr seid ja auch viel unterwegs, was ich mitbekomme. Und ja, dann erzählt uns doch mal so von meinem Publikum, was euch so umtreibt und ja, und eure Intention dahinter ist, die Botschaft weiterhin von Alf breitere Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Ja, machen wir gerne, lieber Rainer. Danke. Habe ja, nachdem der Alf tot war, damit begonnen. Er hatte das erste Buch ja fertig, das hast du ja. Das zweite war zur Hälfte fertig. Und
Ich habe dann irgendwann begonnen, die Bücher weiterzuschreiben, weil ich immer wieder Nachfragen danach bekam, vor allen Dingen von Leuten, die wussten, dass Alf vorhatte, noch mehr zu schreiben. Und ich hatte ja einen riesen Karton Tagebücher von ihm letztendlich da liegen. Inzwischen habe ich diese Tagebücher alle in Buchform gebracht. Sehr Also schön. das 9. Buch ist das letzte und es wird zumindest aus der Reihe kein Buch mehr kommen. Okay, danke, ja. Das Schöne an den Büchern ist eigentlich, dass sie heute aktueller sind denn je. Denn was da alles, und das bekomme ich auch immer als Rückmeldung von anderen Lesern. Die sagen, wir können aufschlagen, wo wir wollen. Es hat immer einen Bezug zur Jetztzeit auch. Und all die Dinge, die jetzt vor kurzem passiert sind, wie diese Impfungen da und all diese Dinge, ist alles beschrieben in den Büchern vorab, dass das passieren wird. Ja, und das bestätigt natürlich mich immer darin, dass es richtig war, diese Bücher auch rauszubringen. Ja, mit Innererde, ich hatte, nachdem Alf tot war, weiterhin telepathischen Kontakt zu Innererde noch einige Jahre. Auch zu Alf übrigens. Was zu? Zu Alf. Ach, zu Alf, ja. Na, nachdem der tot war, hatte ich weiterhin auch telepathischen Kontakt zu ihm. Ich habe dann Nein, Alf hat sich dann nach ein paar Jahren bei mir verabschiedet, hat gesagt, ich soll ihn gehen lassen, will neu inkarnieren. Okay. Und deswegen, das akzeptiere ich natürlich, ja, habe ich diesen Kontakt auch von mir aus abgebrochen. Und ich glaube, ein, zwei Jahre später habe ich das Gleiche auch gemacht zu Innererde. Ich hatte bis dahin ja, ich konnte immer wieder fragen, wenn irgendwas auftrat und es kamen ganz viele Leute zu mir, die dann sagten, frag doch mal das oder frag doch mal das. Und ich habe dann irgendwie gedacht, nee, wir müssen eigentlich aus dieser Abhängigkeit rausgehen. Das ist so ein Kind-Eltern-Verhältnis, ja. Also ich bin das Kind, das ständig fragen muss. Und ich denke, also mir ging dann damals durch den Kopf, ich will eigentlich das selber rausfinden können alles. Wir haben ja alle die Verbindung. Egal, ob in die feinstofflichen oder geistigen Felder. Wir brauchen nicht wirklich eine Mama und ein Papa, die wir immer fragen müssen. Ja, und deswegen habe ich das ganz bewusst abgebrochen. Ich könnte das jederzeit wieder aufnehmen, aber ich mache es derzeit nicht. Und seit ich das abgebrochen habe, nutze ich einfach meine eigenen Fähigkeiten und lerne das auch immer mehr, das immer verstärkt auch zu machen. Trainierst ja auch an Naturwesen und trainierst mit Ja, anderen, kommunizierst also auch mit es anderen, haben sich die hier danach, sind. genau, danke für deinen Hinweis, es haben sich danach nämlich für mich ganz andere Kanäle aufgemacht, weil wir hier angefangen haben. Wir haben dann gedacht, wir wollen das, was Alf in den Büchern alles so erfahren hat, in die Praxis umsetzen. Ja, super. Und haben dann hier auch angefangen, mit den Naturwesen zu kommunizieren. Und das klappt immer besser. Und ja, das sind so diese Dinge, die wir auch jetzt gerne weitergeben. Ja, ja zu Innererde. Alf hatte die Einladung, ja, weil man davon ausging, dass er den Mut hat, das in Buchform zu bringen. Es gibt ja viele andere Kontaktler, die sich nicht trauen, darüber offen zu schreiben. Und man hat Alf auch immer ermuntert, dass er das unter die Menschen bringen soll. Ja, und nachdem er tot war, habe ich dann seinen Part quasi übernommen. Dabei hat mir geholfen, dass ich weiterhin den Kontakt hatte zu ihm und auch zu den Innerirdischen, weil wenn ich in seinem Tagebuch an eine Stelle kam, wo ich nicht wirklich genau wusste, worauf er sich bezieht, in einem Tagebuch schreibt man das ja nicht so kontinuierlich, ja, Ja.
Und da konnte ich dann immer noch mal nachfragen. Das war eigentlich ganz praktisch. Ja, liebe Christa, vielleicht einmal für meine Zuhörer, die jetzt vielleicht noch nicht die Bücher gelesen haben oder vielleicht Ja. nur mal was gehört haben. Wie hatten der Alf damals die Innerirdische beschrieben? Wie sahen die aus, so wie wir Menschen? Oder möchtest du da vielleicht ein bisschen was drüber? Gerne. Ja, vielleicht interessant für diejenigen, dass wir die neugierig machen können. Da gibt es doch Bücher, ja. Wo zeitaktuell sind, wie du selber gesagt hast. Beschreib uns doch mal, wie Alf die Innerirdische beschrieben hat und was er so erlebt hat. Mich würde jetzt mal so nur so ein kurze Auszüge, auch so die Dialoge und was für Technologie die in Innererde haben. Vielleicht möchtest du da noch ein bisschen was drüber erzählen. Ja, mache ich gerne. Er hat dort unten zwei Spezies getroffen. Ich sage immer dort unten, Ja, weil ich es nicht anders ist ausdrücken okay. Ja, ich kann. schaue runter. Ja, er hat zwei Spezies getroffen. Das eine sind tatsächlich Homo sapiens sivir. Okay. Und das andere ist eine Spezies, die unsere Wissenschaftler als die Neandertaler bezeichnen. Diese Neandertaler sind tatsächlich nicht ausgestorben, sondern sie haben sich irgendwann zurückgezogen, weil irgendwann Außerirdische hier auf die Erde kamen. Also früher war Innererde offen. Man konnte dort leben und man konnte außen leben. Und es gab diese zwei Spezies auf der Erde. Es kamen dann Außerirdische hierher, die uns ausbeuten wollten, letztendlich. Hier, und man hat sich beide Spezies angeschaut und hat dann festgestellt, der Homo sapiens ist viel leichter zu versklaven als der andere. Also die innerirdischen Neandertaler nennen sich, wir sind eine reptiloide Spezies, obwohl es hat nichts damit zu tun, mit dem, wie wir uns Reptiloide vorstellen, sondern die Zeichnungen, die wir finden über Neandertaler, sind schon ziemlich gut. Ja. Ja. Ja, und weil wir, der Homo sapiens ist halt so offen, der geht schnell auf andere zu, ja, ist sehr wissbegierig und während diese Reptos sind, die schauen sich erstmal alles genau an, bevor sie sich dafür öffnen und sind vorsichtiger, was diese Dinge anbetrifft. Und deswegen waren wir einfach die Spezies, die man besser ja, versklaven konnte. Und man hat dann eins gemacht, das, was man heute noch macht, man hat beide Spezies aufeinander gehetzt. Ja, man hat uns erzählt, die Reptos sind die Bösen, sind nicht göttlich. Und lauter solche Dinge alles. Und es gab Kriege, die sind im Mahabharata beschrieben, zum Beispiel als die Bruderkriege. Wir haben gegen unsere Brüder gekämpft. Ja. Ja. Und daraufhin haben sich die Reptos zurückgezogen und auch noch einige Homo sapiens mit. Und haben das dann irgendwann dicht gemacht. Und seit der Zeit gibt es diesen Kontakt nicht mehr. Und man hat alles gemacht, dass wir diesen Kontakt, dass wir diese zweite Spezies auch vergessen haben, dass die überhaupt existiert. Hier. Ja, wie sieht es da aus? Letztendlich kann man sagen, sollte sich eine heile Natur vorstellen, ja, mit Dörfern. Sagen Städte, bauen Sie keine, weil der Mensch dabei zu weit von der Natur entfernt ist. Also so ein Hochhaus, wenn ich dann dritte, vierte Stock wohne, habe ich keinen Kontakt mehr zur Natur. Und der Mensch braucht den Kontakt zur Natur Die Erdung, direkt. ganz, ganz wichtig, stimmt. Ja, genau. Wichtiger denn je jetzt sowieso. Ne? Ja, Wie genau. war da, gab es da sowas in Innererde? Hat da der Alf vielleicht auch mal was beschrieben? Ich habe den ersten Satz nicht verstanden. Was gab's? Gab es da auch eine innere Sonne oder wie müssen wir uns das vorstellen? Ja, es gibt tatsächlich eine innere Sonne. Ich kann da ganz kurz mal was zu sagen. Die innerirdischen sprachen nur, es ist eine Plasmasonne. Aber viel mehr haben sie nicht erzählt, weil Alf nicht weitergefragt hat. Die haben ja immer nur das Alf gesagt, was er gefragt hat. Aber ich hatte mal
bei einem Vortrag eine spannende Begegnung. Die Physikerin Gabi Müller kam auf mich zu und sagte zu mir, ich kann dir erklären, wie die innere Sonne entsteht. Und die entsteht tatsächlich durch den Torus, diesen feinstofflichen Torus, den wir um die Erde haben. Und zwar ändert der genau das sind Wirbel, ja, die gleichzeitig auch noch so drehen. Also es ist nicht nur so, sondern die drehen auch gleichzeitig noch so. Und in der Mitte der Erde ändert sich die Drehrichtung. Und an der Stelle, die ist hochenergetisch, entsteht tatsächlich die innerirdische Sonne. Und diese Sonne ist nicht ganz so klar und heiß wie bei uns. Also sie haben nicht Temperaturen wie über 40 Grad oder so, wie es hier schon mal vorkommt. Das passiert da nicht. Und es wird auch nicht so ganz eisig kalt wie bei uns. Ist alles etwas ausgeglichener, aber sie haben eine Sonne. Und deswegen haben sie dort auch eine Flora und Fauna, wie wir hier oben haben. Nur ist die noch gesund. Bei uns ist ja nichts mehr wirklich gesund. Gesund, ja. Und die Fortbewegungsmittel, hat dort Alf auch was darüber gesprochen, haben die da so irgendwie so Bahnen, wo die jetzt mal vom einen Ort zum anderen reisen, oder haben die auch schon... Ja, es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten. Also sie bauen keine Straßen, weil Straßen, die sagen, Straßen machen zu viel kaputt. Ja. Sie haben für kleinere Transporte und solche Dinge sogenannte Antigravitationsfahrzeuge. Diese werden hergestellt, indem man Sand nimmt, diesen Sand schmilzt, und diese geschmolzene Masse einer elektromagnetischen, ja, so einem Elektromagnetismus, also eine bestimmte Schwingung aussetzt, sagen wir es mal so, sodass diese Masse wie bienenwabenförmig erkaltet. Und Bienenwaben haben antigravitatorische Wirkung. Okay, wusste ich jetzt auch, jetzt siehst du wieder was dazu klang. Super. Ja. Ja. Und wie das gesteuert wird, konnte Alf nicht sagen. Die hatten da vorne so eine Halbkugel drauf. Und das lief über Gedanken, diese Steuerung letztendlich. Sehr schön. Danke dir für die schöne Ausführung. Und jetzt ist auch meine Zuschauer ein bisschen klarer, was da an Innererde so, was jetzt Alf so beschrieben hat. Ja, jetzt möchte ich mal gerne den Ball an den Simon weitergeben. Was ich ja mitbekommen habe, arbeitet ihr ja jetzt auch beide zusammen. Ja, habt ihr, glaube ich, auch schon Seminare ausgearbeitet. Und Simon, möchtest du mal da noch ein bisschen was dazu erzählen, wie das alles jetzt mit deiner Mutter zusammen entstanden ist? Und man können wir auch gerne noch hinterher noch über euren Familienlandsitz Talmühle sprechen. Ja, Simon, erzähl uns doch mal, was dich so bewegt jetzt in den Zeiten, als mit deiner Mutter hier auch an die Öffentlichkeit zu gehen. Ich habe ja gesehen, ihr habt ja auch einen eigenen YouTube-Kanal und gebt da immer wieder mal Infos raus, was bei euch jetzt, sagen wir mal, auf dem Landsitz passiert. Da wollen wir nachher noch drauf eingehen. Aber jetzt, was das außerirdische Thema angeht, Innererde mit Alf, mit deiner Mutter, erzähl uns doch da mal. Ja gut, es hat ja angefangen, da hat Alf ja noch gelebt im Endeffekt. Also ich habe mich ja irgendwann in die Hände meines Vaters sozusagen begeben. Und also er ist ja nicht mein leiblicher Vater, aber für mich ist das anders. Habe ihn als Mentoren im Endeffekt ausgewählt und da, ja, also wir haben die gleichen Themen gehabt, wir haben uns gerne mit biblischen Schriften beschäftigt, mit gnostischen Schriften, mit so dieser ganzen Forscherei, sagen wir mal, das war zwischen mir und Alf immer sehr, sehr aktiv. Ja, und die Seminare, das läuft jetzt schon eine Weile, weil, ja, Christa hat dann immer mal Vorträge gegeben, dann ging das mit Gerhard also auseinander irgendwie und dann hat ihr jemand gefehlt, um auf Vorträge zu fahren und da fahre ich halt mal mit. Und im Endeffekt haben wir auf diesen Fahrten, also wir wohnen ja zusammen, und haben wir auf diesen Fahrten und alles so festgestellt, dass man das eigentlich sehr gut verbinden könnte. Ich bin Pädagoge eigentlich und
Mein Thema war halt immer menschliche Entwicklung. Also wie entwickeln sich Menschen? Warum entwickeln sie sich so, wie sie sich entwickeln? Ja. Und das ließ sich ganz, ganz wunderbar verknüpfen mit den Thanos von Artus Büchern, mit Anastasia Büchern vor allen Dingen. Also was Alf mir auf biblischer Ebene gegeben hat, hat Mama mir auf Anastasia Ebene gegeben. Also sie hat mir die Bücher geschenkt, die mich überhaupt erstmal dazu bewegt haben, umzudenken irgendwann. Ja, und das ließ sich ganz wunderbar miteinander verknüpfen, sowieso. Und soll ich sagen, ich hatte gerade nichts zu tun? Nee, kann man so nicht sagen. Aber ich habe gedacht, ah, dann lass das doch mal machen, dann lass das doch mal wirklich unters Volk bringen, weil ja immer ganzes. Für mich war immer die Frage, also wie kriegen wir das jetzt in die Praxis umgesetzt? Ja, Simon ist der große Ich bin Praktiker. der Oberpraktiker sozusagen. Also ich kann dieses, ich nenne das immer Geschwafel, das ist für mich immer ganz, ganz störend. Nur Ja. darüber zu philosophieren, des Philosophierens willen, sondern ich will wissen, was hat das für einen praktischen Nutzen. Und ich finde den praktischen Nutzen in jeder biblischen Schrift oder überall. Also ist kein Problem, da praktischen Nutzen reinzusetzen. Und das war das, glaube ich, was immer noch gefehlt hat, dass die Talos-Bücher irgendwie mit Leben erweckt werden. Und das war auf so einem Seminar natürlich einfacher. Das heißt, wir haben dann angefangen, zusammen Seminare zu geben. Ja, auch wie macht man das praktisch? Also wie stärke ich denn praktisch mein Schwingkreis, drittes Auge? Ist ja schön, wenn ich weiß, dass er da ist, aber was mache ich denn jetzt mit dem? Und was haben wir noch als Kreativität? Wie denken wir denn anders? Das schöpferische Das Denken. schöpferische Denken Sehr schön, dazu. ja. Also dieser ganze Bereich, den konnte man dann ergänzen, Emotionen. Ich habe Emotionen quasi studiert, das heißt nicht, dass ich das kann, aber es war schon immer irgendwie mein Thema. Und die als Bindeglied Geist, Materie, die Emotionen dazwischen so einzubauen, das war schon ja hochspannend, hat sich bewährt. Es kamen viele Menschen, die das interessiert hat. Und ja, das machen wir heute noch. Im Endeffekt in stark abgewandelter Form, weil wir natürlich auch unsererseits dann wieder viele Sachen gelernt haben, viele Sachen neu herausgebracht haben, viele Sachen neu erforscht haben. Nebenbei mit Klienten gearbeitet, inzwischen coache ich quasi Emotionen noch nebenbei und diese ganzen Sachen auch. Ich sehe es bei dir gerade, Rückführungen in frühere Leben. Wir machen es ein bisschen anders, aber wir gucken auch in frühere Leben, wo sind die Ursachen für bestimmte Dinge. Ja, das hat sich halt alles ergeben. Wir haben natürlich unglaublich interessante Menschen kennengelernt auf diesem Weg, wenn man sich da öffnet, ist klar. Ja, und dann hat sich das einfach so ergeben, würde ich sagen. Wir haben daraus versucht, unser Leben so aufzubauen. Es war ja eine bewusste Entscheidung, Ja. zusammen dann einen Familienlandsitz zu gründen. Für mich steht Familie sehr weit oben inzwischen, muss man sagen. Das war bei uns nicht immer so üblich, sag ich mal. Aber inzwischen ist das ja in mein Weltbild eingewachsen, warum das ein Familienlandsitz ist. Und das geht halt nur mit Familie. Und Genau. dementsprechend ja, versuchen wir das eigentlich inzwischen so zu gestalten, dass wir sagen, der Raum hier, der muss sich selber halten und wir versuchen jetzt einfach mal freie Menschen zu sein. Ne? Also, Super, ja, weil und das. zuvor, also es gibt halt viele Menschen, die können es überhaupt nicht erfassen, was das heißt, weil sie natürlich gefangen sind in ihrer 8 Stunden Arbeit und Schreibtisch und nach Hause Genau. kommen und die können bestimmte Aspekte nicht verarbeiten. Und für uns war es ein Anliegen, jetzt haben wir den Raum auch noch dazu. Das heißt, wir könnten ja auch auf Seminaren zeigen, wie es ja vor Ort aussieht, wie wir das praktisch machen. Und irgendwann, ja, bitte? Ihr habt ja eine große der Familie Landsitz Talmühle. Ihr habt ja, glaube ich, auch ein großes Grundstück dabei. Na? Wie viel Ja, wir Hektar? haben 2 Hektar, wir haben zwei 2 Hektar, Hektar. ja. Und ihr baut auch selber viel an, Gemüse und so weiter, oder? Selbstversorgung? Na, das wäre schön, das versuchen wir gerade, aber ich sag mal, der Thüringer Wald ist nicht unbedingt darauf ausgelegt, die absolute, also da seid ihr am Bodensee viel besser dran. Okay. Wir können froh sein, wenn die Tomaten reif werden im Gewächshaus, da können wir sehr froh sein. Okay. Es ist Es sehr. fehlt Sonne, wir haben andere Temperaturen als ihr, also wir haben jetzt im Mai jetzt nochmal Schnee, vielleicht, keine Ahnung, gucken wir mal, ne? Wir sind hier ein bisschen höher. Und ja, das ist also nicht ganz so einfach. Wir haben auch keinen Boden, wo du einfach, wir haben keinen Humus. Es Wir wohnen ist im Wald, es ist Kieferboden Schiefer, hier. Gebirge.
Das sind etwas, wir haben uns komplizierte Voraussetzungen angezogen, warum auch immer. Aber genau deswegen ist es eigentlich so spannend, weil wir nämlich mit diesen völlig ungünstigen Bedingungen versuchen, das trotzdem alles umzusetzen. Also wir bauen schon Gemüse Ja, an und solche aber Sachen. von Aber nicht Selbstversorgung. in der Menge, wie es Ja. im Augenblick noch nicht, sagen wir mal so, wie es uns lieber wäre. Ja? Also wir müssen mit Hochbeeten arbeiten, weil wir Schieferboden haben. Da Ach kommst du so. mit keinem Spaten rein. Weil wir haben natürlich dafür andere gute Bedingungen. Ne? Wir haben dafür noch eine einigermaßen funktionierende Natur. Wir haben keine 5G-Masten in der Nähe. Ja, super. Wir Quellen, haben Wasser eigenes ohne Wärme. Ende. Wasser ohne Ende, wir Eigene haben Wasserquelle, Quellwasser. oder? Ja, Ja, wir super. baden auch nur, wir haben gar keinen Stadtwasseranschluss. Ja, das Und ist so. noch in Mitteldeutschland ist es noch ein bisschen anders, ja. Habe ich auch schon festgestellt. Und ich kann jetzt nur aus meiner Erfahrung erzählen. Ich kriege ja doch meine viele Hausbesuche. Ich habe wirklich rege Zulauf, wo Menschen zu mir geführt werden, wo ich neue Impulse geben darf. Und da merke ich einfach auch in den ganzen Vorgesprächen immer, bevor ich dann oben mit den Menschen in meinem Heilungsraum arbeiten darf, immer mehr kommt der Wunsch bei den Menschen, ja, so sich langsam aus dem Hamsterrad auszuklinken, ja. Jetzt kriege ich wieder Gänsehaut, ja. Das heißt, morgen kriege ich wieder Anbindung von oben. Das heißt, die wollen alle aufs Land ziehen, also ein Familienlandsitz gründen, ist ja auch mein Wunsch. Ich habe es schon oben bestellt und ich weiß, wir werden irgendwann in Zukunft auch mit der Familie zusammen einen Aussiedlerhof oder was, wo wir was anbauen können, wo ich vielleicht auch Möglichkeit habe, kleinere Seminare anzubieten, weil das ist genau, weißt du, das ist genau das, was jetzt die Menschen spüren. Ich rede ja immer vom Weckruf der Seele. Die spüren einfach auf der seelischen Ebene, die Erfahrung mache ich ganz stark im Moment, dass da große Veränderungen kommen. Und man kann das ja schon teilweise fühlen, ja. Man kann es noch nicht richtig greifen, aber viele spüren, irgendwas verändert sich, ja. Und da möchte ich mit euch vielleicht noch, ich weiß nicht, wie ihr gerade im Moment die Energie wahrnehmt, ja. Wenn ich jetzt euch frage würde, wie seht ihr für euch jetzt aus eurer Perspektive, aus eurem Gefühl raus, was so in den nächsten Jahren noch auf uns zukommt? Also ich sehe da eine tolle Entwicklung. Auf der anderen Seite ist natürlich im 3D, im Außen Chaos, ja, sehen wir ja auf alle Ebenen. Aber ich kriege immer mehr Menschen, die auch das fühlen. Und das ist auch ein Thema, wo ich ganz stark drin bin, dass sich bereits eine alternative Zeitlinie aufgetan hat für die Menschen, die einfach bereit sind, den neuen Weg, da sind wir wieder, ich arbeite auch schamanisch, habe eine gute Verbindung zur Mutter Gaia, Pachamama, die spüren, dass da Veränderung kommt und die Menschen, wo mit der Veränderung gehen, die haben alle den Impuls, so wie ihr, ein Familienlandsitz oder was in der Natur, also raus aus der Städte, Familie, was ja früher ganz normal war, aber durch unser System natürlich unterdrückt wurde, ja, die Alte weg ins Heim und keine Familienzusammengehörigkeit, das ist ja alles Programm, was hier läuft, aber viele sehnen sich danach wieder, so wie ihr jetzt lebt und ich möchte. Ich meine, wir wohnen jetzt hier auch, zwar nur in Miete, aber auch in Alleinlage seit 19 Jahren. Ich habe auch Hunde. Wir züchten auch noch nebenbei Hunde. Ja, und wohnen hier in einer Alleinlage. Und ich laufe über die Wiese und bin im Wald. Ja, also ich habe auch Natur pur um mich rum. Und das ist auch gut, wenn ich immer mit Menschen arbeite hinterher. Und ich gehe dann wieder mit meinen Hunden eine Stunde im Wald laufen. Dann kommt sofort die Kraft wieder zurück, die Energie zurück. Man spürt die Verbundenheit mit allem, was uns umgibt. Und wie du das da selber vorher schon gesagt hast, und ich finde es so klasse, ja, dass du mit den Naturgeister oder Elfen, ja, Kontakt kommunizieren kannst. Natürlich, wir haben das ja alle, wir sehen das ja an den Kindern, ja. Ich habe ein Enkelkind, die ist sowas von offen, die sagt immer, wenn die zu mir kommt, die ist jetzt 10, die hat schon mit 3 Jahren, müsst ihr mal euch vorstellen, hat die schon gesagt,
Mama, Papa, ihr müsst euch keine Sorgen machen, im nächsten Leben kommen wir wieder zusammen. Und wenn die immer zu mir kommt, Opa, Opa, gehen wir hoch. Die hat so offen, ja. Und da waren wir, nur mal als Beispiel, waren wir im Wald, ja. Und dann bin ich mit meinem Enkel im Wald gelaufen und habe gesagt, jetzt setz dich da mal so schön ins Moos rein und schließ mal die Augen und lausche nur mal Mutter Natur. Und dann weißt du, was sie sagt zu mir? Opa, ich habe die Elfen singen hören. Und das sind Dinge, die bestätige ich natürlich, ja. Aber was, das ist ja nun mal unsere Gesellschaft. Wenn wir dann, sagen wir mal, im Kindesalter dann in die Schule kommen, dann werden wir ja schon auf die Gesellschaft einprogrammiert, ja. Und der Zugang wurde wieder versiegelt. Und da spüre ich jetzt selber auch, dass immer mehr Menschen jetzt spüren, da tun sich jetzt neue Räume auf für die Menschen, die einfach in der Schwingung mitgehen. Wie fühlt ihr das? Wie viel Zeit hast du? Ja, wir reden so lang, bis wir Also fertig pass sind. auf. Alles Gute. Darf ich durch das Ja, Buch bitte, gehen? nein. Es sind ja sehr viele Themen auf einmal, ja, die du Ja. da ansprichst. Ja. Weil was machen wir oder wie sehen wir das? Also eine unserer Hauptaufgaben gerade oder das, was ich mir immer gewünscht hätte, ich war also mal 4 Jahre in Russland, ich habe also Landsitzerfahrung vorher gesammelt, bevor ich mir irgendwie in Deutschland was gemacht, ich habe mir die Siedlungen angeguckt, ich habe da gewohnt, ich habe alles das irgendwie lernen müssen, was ich nicht kann. Und ich habe ja festgestellt, westdeutsche Männer können so gut wie eigentlich nichts. Ja, wir können im Büro sitzen und Geld verdienen, das war es dann aber auch. Ja. Der Rest ist dann irgendwie, okay, ist von Mann zu Mann mit Sicherheit unterschiedlich, aber so richtig gelernt haben wir es alle nicht mehr, was das heißt, eigenverantwortlich zu leben. Ohne Strom, ohne fließend Wasser, ohne. Also sich darum zu kümmern, dass das funktioniert. Und wir haben also quasi jetzt mehrere Dinge immer auf einmal angefangen. Wir versuchen Sachen zu zeigen, wie wir es machen. Also wie geht Landsitzleben? Das versuchen wir einmal im Projekt arbeiten, also quasi live bei uns vor Ort. Machen wir dann halt. Hat kein Mensch interessiert, also hat sich keiner angemeldet, aber mein Angebot war zum Beispiel vom Baum zum Ofen. Also wie kriege ich diesen Baum mit der Hand gefällt, auseinandergenommen und zum Ofen transportiert? Ich hätte mich darüber gefreut, wenn mir das jemand gezeigt hätte, als ich in Russland war. Hat mir keiner gezeigt, also okay, mache ich das Angebot. Andere Angebote, wie gehen wir mit Naturwesen um? Also wie sprechen wir mit unserer Quelle? Wir müssen mit der tatsächlich sprechen. Und wir wollen das auch immer gern. Oder also wie machen wir solche Dinge? Wasserversorgung aus Quellen, wie kommt das praktisch in die Leitung? Einfach diesen ganz praktischen Teil. Und dann haben wir natürlich auch immer noch das, wenn du mich nach Zeit fragst und nach Dimensionssprüngen und nach wie geht's weiter, Zeitlinien, wir kümmern uns halt nicht nur um die Zeit, sondern auch noch um den Raum, weil die Dinge nämlich zusammengehören. Und Genau. alle wollen immer irgendwie 5D und so, aber ich vergesse den Raum. Aber Zeit und Raum gehören einfach zusammen. Und die Gestaltung des Raumes ist halt entscheidend für das Ganze. Und die Kommunikation mit dem Raum ist entscheidend, um mit der Zeit nachher mal über der Zeit zu stehen, sagen wir es mal so. Und um den Faden nicht ganz zu verlieren, ja, wir spüren auch diese Zeitlinien definitiv auseinandergehen, aber noch mal ganz kurz zurück. Also wir kümmern uns hauptsächlich um den Raum und hauptsächlich darum, dass wir irgendwie es schaffen, in der Mitte in der Liebe zu bleiben und die Liebe hier wohnen zu lassen. Wir haben auch ganz andere Dinge gemacht. Sehr schön. Wir haben also quasi, wenn du so willst, du bist schamanisch ausgebildet. Wir haben im Endeffekt ein hier einziehen lassen, ich nenne es die Uridee Gottes für dieses Tal. Das ist im Feld ein Wesen. Und das haben wir hier einziehen lassen. Das ernährt sich von unserer Liebe freiwillig. Also es ist nichts Böses. Ne? Es kommt immer wieder um Gottes Willen. Alle denken immer gleich an Dämonen und was weiß ich. Nein, es ist eine Idee. Die sich eben durch die geistige Welt über die Emotionen materialisiert. Und das heißt, wenn ich hier die ursprüngliche Genetik des Feldes wieder haben möchte, des ganzen Tales, wir haben ja quasi keine Nachbarn, das ganze Tal ist von Wow. Wildpferden inzwischen besucht, das ist ein Ergebnis dieses ganzen Prozesses, Super. weil es dadurch geschützt ist, es ist einfach nichts mehr machbar. Es hat jetzt ein Mensch gekauft alles, sondern das eine und zieht da Wildpferde und das war's. Das heißt, unsere Nachbarn sind auf der Seite Kühe und auf der Seite Wildpferde. Und das war's. Und das ist alles Ergebnis von Arbeiten im Raum.
Und wenn man diese Arbeiten mit dem Raum und der, dann kann man sich immer mit dem Thema Zeit beschäftigen. Und was ich halt merke, ist, dass es bei vielen, sehr vielen Menschen an die Grenzen stößt, des Verarbeitbaren, also an die emotionale Grenze Wichtig, des was du sagst, Verarbeitbaren stößt. genau. Und dann stellen wir halt fest, dass das Niveau der Liebe nicht mehr ausreicht, um den nächsten Schritt zu gehen. Und wenn du mich auf ganz, also, aber die, die es schaffen, sind quasi schon, die existieren schon in der nächsten Parallelwelt, die sind schon da. Super. Und da ist zum Beispiel ein Aspekt, wie kann ich das noch praktisch unterstützen? Ich habe jetzt angefangen, sonntags abends zu Primetime, also 20 Uhr, die Gegenentwurf zur Tagesschau zu machen. Also ich möchte mich nicht mehr auf den blöden Scheiß konzentrieren, sondern ich konzentriere mich nur noch auf die Wünsche, auf die Träume, die wahr sind. Habe ich genannt, die wunderbare Welt des Lebens. Und dann dürfen wir uns immer angucken, oder wie Menschen uns Beiträge zeigen, wie sie es gemacht haben auf Landsitzen, welche Stücke sie gerade bewirken. Ich habe einen jungen Mann jetzt am Sonntag gehabt, in der Sendung, der hat 3 Tonnen Erde allein zum Umpflanzen seiner Pflanzen benutzt. Der hat noch gar keinen Garten, aber er möchte einen haben. Und er hat die ganzen Pflanzen schon und zieht, er gestaltet den Zieht die alle Raum vor. schon, ohne dass er ihn hat. Ja? Und das sind natürlich Menschen, da sage ich, boah, da ziehe ich also sowas von den Hut vor, die halt wirklich verstanden haben, wie Materialisation funktioniert. Ja? Und alle diese Dinge, dass dieser Traum Anastasias, würde ich es mal fast nennen, wahr werden kann, daran arbeiten wir. So, und Ja, auch so. egal, ob in welcher Ebene, egal ob auf der geistigen Ebene, egal ob auf der emotionalen Ebene oder eben auf ganz praktischer Ebene, wie bringe ich es in die Materie? So, das ist immer Super. das Wichtige, und das Ganze live, per Video, per sonst irgendwas. Also das ist das, was ist unser Leben geworden. Ja, super. Also ich bin ganz baff. Also du hast wirklich alle Fragen in so kurze Sätze mir beantwortet. Und das ist auch genau das, was ich ja auch fühle. Ja, das ist ja auch meine Intention mit meinem Kanal, wo ich jetzt im Januar den Impuls, den inneren Impuls gekriegt habe. Mach, tu es, ja, zeig dich, ja. Und das ist auch genau das, wo ich ja sage, du hast einen ganz wichtigen Satz gesagt, Raum und Zeit. Wir spüren ja schon, dass sich eine Energielinie, also eine andere Alternativlinie, Zeitlinie sich aufmacht. Viele verstehen das falsch. Natürlich sind wir noch hier auf 3D, aber ich sage für mich auch, wie du ja auch sagst, du machst gegenüber der Tagesschau, deine Tagesschau in der neuen Welt. Und genau das ist ja auch meine Intention, die Menschen dahin zu bringen, jetzt anfangen zu schöpfen. Wir sind ja Schöpferwesen, und dass wir jetzt, und je mehr Menschen das ja machen, ja, wie du jetzt erzählt hast mit deinem, da habe ich Gänsehaut gekriegt, dass du dein eigener Raum in deinem Tal geschaffen hast. Das sind genau die Dinge, wenn mich immer Menschen ansprechen, ja, was kann ich? Da kommt wieder diese Glaubenssätze, ja, was kann ich, kleines Lichtlein, schon bewegen? Streicht mal diese Glaubenssätze aus eurer Programmierung und werdet euch wieder bewusst, dass wir wirklich göttliche Schöpferwesen sind, dass wir mit allem, jetzt spricht der Schamane wieder, alles, was uns umgibt, sind wir ja verbunden. Die Trennungen finden ja nur in unsere Köpfe statt. Ja, Und absolut. das ist das, wo du jetzt gerade so schön erklärt hast mit Raum und Zeit, ja, auf 5D, Raum und Zeit auf 5D wird ja in dieser Form nicht mehr existieren, aber wir bewegen uns jetzt in diese Transformation rein. Und das, was jetzt, ich sag mal, die Botschaft habe ich von Mutter Gaia empfangen, dass es jetzt losgeht mit der Transformation, ja, und das ist jetzt ein innerer Prozess, weil die meisten suchen doch, ich schließe mich da oute ich mich auch gern, ich schließe mich da, ich habe früher auch immer gedacht, dass irgendwelche Außerirdische von außen kommen, ja, die uns helfen. Nee, das sehe ich heute, man wird ja auch älter, na? Und manche Bücher habe ich vor 10 Jahren geschrieben, manches würde ich natürlich so nicht mehr schreiben, weil ich aus einer anderen Perspektive das sehe. Die Befreiung kann wirklich nur über den inneren Weg, übers Manifestieren, genau wie du es wunderbar erklärt hast. Danke dir nochmal für die wunderschöne Erklärung, Simon. Genau das sind die Dinge, die jetzt auf uns zukommen. Und ja, was würdet ihr noch
zum Abschluss mein Publikum noch mit auf den Weg gebe? So ganz spontan, so als Abschlusswort. Liebe Christa, was würdest du jetzt noch so vom Herz raus einfach meine Zuhörer noch mit auf den Weg geben? Mut. Mut. Ja, der Mut dazu, die Dinge durch umzusetzen, die man im Herzen fühlt. Genau. Und bei allem, was man macht, was man denkt, immer auch darüber nachdenken, dass wir unsere Zukunft oder unser Umfeld selbst gestalten. Das macht keiner von außen. Alles, was uns geschieht, hat mit unserem eigenen Innern zu tun. Und wenn mir irgendwas geschieht, ich als jetzt gerade nicht gut empfinde, dann frage ich mich, was war es in mir, das dieses Feld bereitet hat, Genau, sehr gut. dass das so auf mich zukommt. Ja, schön, danke dir. Simon, du hast bestimmt uns auch noch ein schönes Abschlusswort. Wenn du bei Mut bist, wäre ich bei Freude. Ich würde alles unterlassen, was mir keine Freude macht. Also wenn wir uns auf den Weg begeben wollen, wo wir alle hinwollen, Ja. dann geht das nur noch da. Also dein Unterbewusstsein kommuniziert ja permanent mit dir. Und überall da, wo es mir keinen Spaß macht, wo es mir keine Freude macht, da kann ich mir ziemlich sicher sein, auf dem Holzweg zu sein und den Mut dann zu haben, zu sagen, ich stehe zu meiner Freude. So würde ich das ergänzen. Ich habe sehr, sehr viele Fälle in der Praxis und die können mich dann auch anrufen und mich fragen, was das für Fälle sind. Sehr viele Fälle in der Praxis, die am Anfang gesagt haben, das geht nicht, ich muss ja noch leben und bezahlen und so. Ich weiß, dass es geht. Ich weiß es, weil ich erzähle nichts, was ich nicht ausprobiert habe. Ich habe viele Jahre hinter mir, wo ich sowas gemacht habe und ausprobiert habe und ich weiß, dass es funktioniert und nicht nur ich. Und da in die Freude gehen zu sagen, ich möchte das tun, dann bitte. Und ich möchte nicht mehr 8 Stunden ins Büro, dann hört halt auf. Fertig. Und das sind halt einfach die Konsequenzen, die Menschen ungern eingehen. Das weiß ich, aber ohne das kommen wir aus der Nummer so nicht mehr raus. Na, aber wenn es in die Freude geht, dann ist alles gut. Sehr Erschaffen schön. geht nur mit Freude. Sehr Schnelle schön. Gedanken nur mit Freude. Wunderbar. Ich danke euch ganz herzlich und genau das ist mein Thema. Und von meiner Seite vielleicht noch, habt keine Angst vor Veränderungen. Ja, wenn die Seele euch Impulse gibt, neue Wege zu gehen, dann sind wir wieder bei der Christa. Habt den Mut, den Weg zu gehen und geht ins Vertrauen. Und wenn er ins Urvertrauen geht, dann wird euch die geistige Ebene führen und es wird euch an nichts mangeln. Ihr zwei Lieben, ich danke euch ganz, ganz herzlich für das tolle Gerne, Gespräch. gerne, Und wir werden uns mit Sicherheit wieder irgendwann über den Weg laufen. Möglicherweise mache ich noch im September einen Kongress. Ich bin da auch ein sehr spontaner Mensch. Und die liebe Christa, mit Begleitung vom Simon natürlich, könnt ihr mir gut vorstellen, euch zwei als Duo auf der Bühne. Ihr habt wirklich Wissen und Botschaften zu vermitteln. Und in diesem Sinne wünsche ich uns alle noch eine gute Woche. Ich danke euch. Vielen Dank, dass ihr heute hier in meinen Raum gekommen seid. Seid gesegnet. Ja, Tschüss. wir freuen uns, dass du uns Ja. eingeladen hast. Gerne, immer wieder. Okay? Also, tschüss. Ja, tschüss.